zusammen. Ihr wisst, dass wir im Augenblick leider nicht die Möglichkeit haben, miteinander zu trainieren hier im Dojo. Ich möchte aber, dass das kein Grund sein sollte, dass man nicht fit bleibt, okay? Und aus dem Grund möchte ich alle 2 bis 3 Tage Videos auf unserem YouTube-Kanal hochladen, um euch einfach ein paar Vorschläge zu machen, wie ihr euch daheim bei vielleicht engstem Raum oder so ein bisschen fit halten könnt. Ich möchte euch auch bitten, das wirklich einzuhalten, weil sobald das Training wieder losgeht, will ich nicht, dass man hier das Kampfgewicht eventuell nicht mehr eingehalten hat, okay? So, wir fangen einfach mit Übungen an. Wie gesagt, das kann man daheim ganz einfach nachmachen und auch mitmachen vor allem. Da kann jeder mitmachen, egal ob er bei uns Mitglied ist oder nicht. Einfach mal so ein bisschen nachmachen und wenn ihr dann die Übungen ausweiten wollt, so auf eure Bedürfnisse anpassen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Das sind jetzt nur von mir so ein paar Vorschläge, wie ihr das eventuell machen könntet und auch solltet. Und dann ziehen wir weiter. Also, einfache Fitnessübungen. Aufwärmen, ganz wichtig, bevor wir loslegen. Aufwärmen solltet ihr euch vorher ganz locker, so ein bisschen die Arme kreisen, locker dehnen. Also das Aufwärmprogramm, das mache ich jetzt nicht vor, das kennen ja die meisten von euch. Einfach, wie gesagt, ein bisschen locker machen, nicht einfach mit kalter Muskulatur anfangen, zum Beispiel in die Liegestützen zu gehen. Okay? So, aber wenn wir schon beim Thema sind, dann fangen wir mit den Liegestützen an. Ganz einfache Übungen, Handfläche, Finger zusammennehmen, dann gehen wir schön runter. Schaut bitte dabei, dass die Arme auf Schulterhöhe sind. Beine hinten gestreckt werden, hier. Schön gerade bleiben, kein Hohlkreuz machen und auch nicht so den berühmten Berg. Okay? So. Dann sind wir hier gerade. Gucken nach vorne und dann hier den Oberkörper schön runter und wieder hochdrücken. Bevor der Oberkörper die Matte, wollte ich schon sagen, den Boden berührt, gleich wieder hochdrücken. Okay? Hier. Und wieder hoch. So. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Handfläche. Finger nach vorne. Das gleiche Spielchen, Finger nach innen nehmen und auch hier, schön hoch und runter. Dann geht es weiter mit den Fäusten, die Finger schön sauber schließen, Daumen an die richtige Stelle, nicht nach innen nehmen, okay? Auch hier den gleichen Abstand halten mit den Armen, nach vorne schauen und auch wieder schön locker runter und hochdrücken. Andere Variante. Dreieck, Superman, Diamond, je nachdem, okay, jeder so wie er es gerne nennen möchte. Entweder berühren sich die Finger, dann ist aber ein bisschen schwieriger, oder ihr nehmt die Hände ein bisschen weiter auseinander am Anfang. Platziert die Hände so in der Oberkörpermitte, also nach vorne nehmen, die sind noch schwieriger, diese Übungen. Einfach mal schön so in die Mitte nehmen, Füße wieder gerade nach hinten durchstrecken, nach vorne schauen und dann schön runter und hoch. Und jetzt noch etwas Schwierigeres auf den Fingerspitzen. Auf den Finger gucken, besser gesagt. Also jetzt nicht direkt auf den Spitzen, sondern hier auf den Finger gucken. Okay? Einfach Finger ausbreiten, auf den Boden hinlegen, bereit machen, schön fest anspannen und auch hier runter hochdrücken. Diese Liegestützen bitte ich euch immer in 10er Varianten zu machen. Also das heißt 10-mal auf der Handfläche, 10-mal auf den Fäusten, 10-mal im Dreieck und so weiter. Und am besten immer 2 Übungen hintereinander direkt machen. Also nicht zuerst in die Liegestütze gehen und dann rüber zu den Bauchmuskeln. So, wir machen jetzt weiter für den Bauch. Schön hinlegen, Beine anwinkeln. So, Füße unten lassen, die Hände nehmen wir so locker am Hinterkopf und jetzt achtet darauf, dass der Kopf hier nicht den Boden berührt, sondern schon oben bleibt und dann Schulter schön locker hoch und runter drückt. Ihr merkt dann, wie es hier im Bauchbereich anfängt zu ziehen. Ganz wichtig dabei ist, wie gesagt, dass ihr nicht runtergeht, dass der Bauch ständig in Spannung bleibt. Okay? Auch hier immer 10 Stück zuerst. So, dann die nächste Variante wäre, die Hände wegzulassen. Und hochpushen hier. Und hochpushen. Wenn das zu schwer sein sollte, dann kann man hier auch von Mama, Papa, Bruder oder Schwester, je nachdem wer gerade da ist, Füße festhalten. Okay? Und dann ist es für euch nochmal ein Stück einfacher zum Hochdrücken. So, das gleiche Spielchen machen wir. Nehmen wir uns hochdrücken
Deckung oben her und dann zwei Faustschläge. Und zwei Faustschläge. Okay? So, nächste Übung wäre, Füße wieder unten lassen, Finger ungefähr so nach vorne strecken und dann drehen wir uns seitlich rüber und berühren die Ferse hier. Schön, bereit, zur Seite rüber. Gut, dann anwinkeln. Auch hier kann man das. Dann können wir uns hinsetzen. Guckt, dass sie wirklich stabil sitzt. Beine strecken. Die Arme noch hin zu cool nehmen, am besten vor dem Fernseher, indem ihr das Video beobachtet und dann einfach so bleiben. Und wieder absetzen. Das gleiche kann man noch machen, indem ihr hier die Beine überkreuzt. Und hier hoch und runter und so weiter. Also das sind Übungen, wie gesagt, die könnt ihr nach Belieben selber miteinander kombinieren. Je nachdem, wie lange und wie gut ihr das aushaltet. Aber alles insgesamt 10 Sekunden lang solltet ihr schon machen. Und dann immer steigern und steigern. So, nächste Übung. Planks. Geht auf die Unterarme. Achtet dabei, dass auch hier ihr wieder einen geraden Oberkörper habt. Okay? Nicht so mal. Und auch nicht hier runter, geht in den Hohlkreuz. So, schön dabei nach vorne schauen. 10 Sekunden so bleiben. Und am nächsten Mal nehmen wir einen Arm hoch, entweder auf den Rücken oder nach vorne strecken. 10 Sekunden. Dann das gleiche auf der anderen Seite. 10 Sekunden. Dann heben wir hinten einen Fuß hoch. 10 Sekunden. Wechseln. 10 Sekunden. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Rechtes Bein, linker Arm, also ins Gegensatz. 10 Sekunden, andersrum auch, 10 Sekunden. Das wären die Planks. Dann gehen wir weiter. Wieder in die Liegestützposition, das ist immer noch teilweise für den Bauch. So, bleiben wir so. Und jetzt rechtes Knie geht Richtung rechter Ellenbogen. Und zwar hier gerade. So. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und zurück. Und zurück. Wie gesagt, dabei gerade bleiben. Und jetzt das gleiche. Rechtes Knie zum rechten Ellbogen. Nur wir drehen uns dabei leicht zur Seite. Und hier. Und kommt von der Seite. Schön seitlich rüber drehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das nächste, was ich von euch verlange, ist Skippies. Kennt auch jeder, im Training. Füße leicht öffnen. Auf die Ferse dabei hochgehen. Ja? Nicht stampfen. Okay? Ferse hoch, auf den Fußballen hier. Dann schön locker, ein Fuß nach dem anderen. Und nicht so machen. Und den Knie leicht anheben und dabei Fauststöße. So. Könnt ihr erstmal schön locker anfangen. Am besten Zeit stoppen. 30 Sekunden einstellen und dann macht ihr erstmal 10 Sekunden normal und dann je nachdem wer auf die Zeit schaut, gibt das Kommando, go und dann 10 Sekunden schneller und dann wieder 10 Sekunden lockerer. Das könnt ihr nach Belieben hoch und runter gehen mit der Zeit. So, Skippies kann man auch noch machen, wenn ihr hier dabei kurz nach hinten bewegt, wieder vor, aus der Drehung, zur Seite. Und wieder vor. Zurück. Und so weiter. Man kann euch auch, je nachdem wie viel Platz ihr habt, könnt ihr euch auch frei bewegen natürlich. So. Die Skippies kombinieren wir dann mit den Burpees. Wäre die letzte Fitnessübung für euch daheim. Wir fangen mit Skippies an. Und dann zählt wieder ein Familienmitglied von euch von 1 bis 10. Jedes Mal, wenn ihr die Zahl hört, geht runter, ein Burpee und sobald ihr auf den Füßen landet, gleich mit den Skippies weitermachen. Als Beispiel, wir fangen an, eins, landen und direkt weitermachen. Von der Seite, zwei, landen und direkt weitermachen. Und so könnt ihr das Spiel, je nachdem wie schnell euer Familienmitglied zählt, seid ihr schneller im Tempo oder lockerer im Tempo.
Also, das war mal der Anfang, der Startschuss unseres ersten Videos. Ihr seht, ich bin ein bisschen aus der Puste. Das heißt, mir tut das auch gut, wenn ich dann hier und da ein bisschen trainiere und euch die Videos hochlade. Und bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, macht, was man euch sagt und macht daheim bitte nichts kaputt. Dankeschön. Ciao.